Hallo ihr da draußen! Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine neue Kategorie und zwar Haul. Also quasi alles, was im März bei mir neu einziehen durfte und was ich glaube, was euch vielleicht interessieren könnte. Ja, wie ihr seht, der Frühling ist da. Nicht nur auf meinem Kopf. Dieses wunderschöne Haarband, also was ich wunderschön finde, habe ich mir gerade eben bei New Yorker gekauft für 4,95 €. Und bei der Gelegenheit fällt mir gerade ein, ich habe noch was vergessen. Wartet mal kurz. Und zwar meine neue Jacke. Das ist, glaube ich, 100% Polyester, weil ich dachte mir, oh, guck mal, das habe ich gar nicht gesehen. Die haben ja einen XL-Aufkleber draufgeklebt. Na, so offensichtlich, also mir ist meine momentane Größe überhaupt nicht peinlich, weil sie immer kleiner wird. Aber ich muss jetzt keinen Aufkleber damit rumschleppen. Dieses schöne Jäckchen hier hat bei New Yorker Sale, meine ich, 9,95 € gekostet. Aber ich gucke gleich nochmal auf den Kassenzettel, wenn ich ihn finde. Aber die finde ich wunderschön. Und ja, die hat innen so ein schönes, weiches, ja, das ist wahrscheinlich auch Plastik. Aber ich finde einfach die Farben so schön. Und das ruft einfach Frühling. Und ich will jetzt Frühling und Pastelltöne sind ja eh so wahnsinnig angesagt momentan und deswegen dachte ich mir, die muss auf jeden Fall mit. 100% Polyester, ja. Und die ist wirklich toll, also die macht echt, die ist auch ein bisschen länger, also die geht schön auf die Hüfte mit so Reißverschlüssen und da sind so kleine Schwalben drauf und die finde ich einfach toll. Also die trägt auch weniger auf, als man vielleicht denken mag, aber ich war verliebt. Ich habe sie gesehen und war total verliebt. Um nochmal anzufangen quasi, ich wollte eigentlich mit meinen dekorativen kosmetischen Sachen anfangen, weil ich denke, dass die meisten das am spannendsten finden. Denn ich habe bei der lieben Luzi auf ihrem Instagram-Profil Unfugrundfunk, wie auch ihr YouTube-Kanal heißt, gesehen, dass sie beim DM auf Raubzug war und fündig geworden ist. Und zwar gibt es jetzt aktuell die neue Alverde Frühlings Limited Edition, die sich nennt Frühlingspoesie, meine ich. Ich glaube ja. Und ich als Blush Junkie musste mir natürlich diese, diese wunderschönen Blushes mitnehmen und zwar beide Farben, weil ich sowohl Peach als auch Pink aktuell sehr gerne trage. Und jetzt gehe ich mal zum ersten Mal für euch rein. Die haben leider diesen typischen Alverde-Geruch. Also Gott sei Dank riecht man das nicht so, wenn man es dann aufgetragen hat. Aber ich mag ja naturkosmetische Düfte einfach nicht so gerne, ne? Und ihr seht schon, das ist Frühling. Die passen beide zu meinem Blumenhaarband. Die haben auch so einen speckigen Glanz, aber kein Glitzer. Also die glitzern gar nicht. Die sind von der Intensität pastellig, würde man erst gar nicht denken, aber das ist pastellig. Und leider, irgendwie habe ich einen, das war der letzte, den es da gab. Und da habe ich da gar nicht drauf geachtet. Aber hier unten, seht ihr das? Da bröckelt das so ein bisschen. Und hier oben war das auch. Das habe ich so verwischt. Dadurch ist das jetzt nicht mehr so schlimm. Aber ich finde die schön. Ich finde die weiße Verpackung auch schön. Die heißen einmal die 20 Morgenröte ist der Peachton und die 10 Blumenwiese ist der Pinkton. Es ist ein kühles Pink. Also eher so ein Icy Pink. Und das Peach ist so goldig-peachig. Also nicht so knallig-peachig, sondern goldig-peachig. Und die beiden bleiben natürlich auf meinem Schminktisch, weil die sind ja neu eingezogen. Und aufgrund dessen dürfen die natürlich auch raus, weil wir wollen ja damit spielen. Mal schauen, wann ich das nächste Get Ready With Me drehe. Ich denke mal,
Das wird diese Woche noch passieren, weil ich habe noch zwei Spätschichten und in den Spätschichten kann ich immer besser drehen als morgens um 6. Da bin ich immer noch gar nicht richtig wach. Ja, mehr habe ich mir aus der Alverde Limited Edition auch nicht mitgenommen. Mehr hat mich nicht interessiert. Also es gab, glaube ich, gar keine Lidschatten und wenn, dann habe ich sie nicht wahrgenommen. Und es gab noch irgendwas anderes. Also wahrscheinlich gab es auch Nagellacke, aber Nagellacke, ihr wisst, ich brauche es nicht. Brauche ich nicht. So, die nächste Limited Edition. Fangen wir mal an mit den Blushes. Das ist Blossom Stories von P2. Und auf Anhieb würde man denken, das ist doch kein Blush, das ist doch Bronzer oder was. Aber diese Pappverpackung ist sehr gut, also die Deckel halten sehr gut. Das Overspray finde ich unfassbar schön. Und ich gehe mal an der Seite rein, damit ich das Overspray nicht komplett zerstöre. Das ist auf jeden Fall goldiger, aber wenn ihr das sehen könnt, es ist doch ein deutlicher Peach-Einschlag drin. Also, das ist auf jeden Fall kein Bronzer. Das ist ein Peach-Ton, der so ein bisschen ins Terrakotta geht. Jetzt geht die Sonne weg, aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem erkennen. Und dieses Overspray, hallo. Ich bin ein Overspray-Opfer. Die haben auch keinen groben Glitzer, auch eher speckig vom Glanz. So, und das ist das 20 Delicate Light. Oder Delicate, oder Delicate. Delicate Light, denke ich mal. Die 20, genau. Der darf natürlich auch da bleiben. Und dann noch ganz unberührt. Dieser hier, abgesehen vom Overspray, ist wie gesagt kein Glitzer drin. Na, mache ich den mal hier hin. Der ist... Die sind deutlich gedeckter als die von El Verde. Aber wenn man das Overspray weg hat, dann kommt da so eine sehr schöne Altrosé... Peach, also es ist nicht richtig pink, aber ihr könnt hoffentlich erkennen, dass das... Es erinnert mich so ein bisschen an die Swatches von dem Rose Gold von Sleek, aber ich habe den nicht, deswegen kann ich es nicht vergleichen. Aber der ist wirklich schön. Der hat einen wirklich schönen Schimmer, der orangene auch, also dieser Terrakotta-Ton. Ich freue mich schon ganz doll drauf, muss ich euch ehrlich sagen. Und dann nach 5 Millionen LEs, die diesen Blumen-Kabuki hatten, musste ich diesen hier haben. Hallo. Hallo. Und der ist ganz weich, aber trotzdem relativ fest gebunden für so einen, ich sag mal, günstigen Drogerie-Kabuki. Und da steht halt P2 drauf und der ist Fliederfarben, Türkis, Mint, also Mint, Fliederfarben und Weiß. Und diese Borsten sind so schön und ich glaube... Der ist schön für Blush. Wirklich schön für Blush. Oder halt für einen dezenten Highlighter, den man sich dann auch auftragen kann. Dadurch, dass diese Struktur wirklich so ein bisschen genoppt ist. Also das geht wirklich hoch und runter. Und der ist einfach wunderschön. Also nicht vergleichbar mit anderen LEs. Ich glaube, den von Reval de Loubian, den hole ich mir auch noch. Aber dieser hier ist einfach Zucker. Zucker. Dann mussten auch die drei Lidschatten mit, obwohl sie mich im Swatch nicht wirklich überzeugt haben, tatsächlich. Also der ja, der hier. Das ist so ein schöner Vanilleton, der heißt Color Flash, die 20. Und die haben so ein schönes, ich meine, es ist ein Overspray, das Türkise. Aber ich finde es unfassbar schön. Unfassbar schön. Ach, kriege ich den geswatcht, ohne das kaputt zu machen? Ja. Ja, ist ein hautfarbener Ton, ne? Der ist jetzt hier. Und den wollte ich mir einfach mitnehmen, weil so einen hautfarbenen Ton kann man immer gebrauchen als Highlight unter der Augenbraue. Ich mache da ja nichts Glitzerndes hin. Und alleine die Verpackung ist so niedlich. Und die werde ich auch nicht depotten. Also nicht in näherer... Habe ich nicht geplant, sagen wir es mal so. Dieser hier, dieser Fliederton, hat mich überhaupt nicht überzeugt im Swatch. Aber ich wollte ihn trotzdem haben. Ich wollte ihm eine Chance geben,
weil er matt ist. Also die sind alle matt, so wie ich das, also abgesehen vom Overspray sind die matt. Und er ist halt wirklich dezent. Aber ich glaube, über einem Color-Tattoo kann der was. Und ich fand einfach diese Lavendel-Mint-Kombination so schön. Die 10 Memories ist das. Und diese Kartönchen finde ich einfach toll. Und dann kommen wir zu dem Highlight, wo ich ganz doll auch an Luzi denken musste, weil das ist eigentlich eher ihr Farbschema. Das ist ein Korallton und das Overspray ist Lavendelfarben gehalten. Ich muss gleich mal meine Finger sauber machen. Das ist die 30 Be Beautiful. Und ihr könnt schon sehen, von den dreien ist der mit Abstand der knalligste. In der Kamera kommt er, glaube ich, ein bisschen pinker rüber. Also ist so eine Mischung aus Pink und Korall. Und halt einfach Frühling, Neon, wunderschön. Also ja, die mussten auf jeden Fall mit. Da bin ich auch ganz froh, dass ich sie habe, dass ich jetzt wieder einigermaßen ruhig schlafen kann. Weil ich habe die LE tatsächlich schon ein bisschen länger gesucht. Was ist denn da auf meinem... Ach, das ist der Knauf. Ich dachte, da ist irgendwas Schwarzes auf meinem Bett. Ich hatte schon hier Paranormal Activity und so. Ihr wisst Bescheid. Dann hatte ich euch noch vergessen zu zeigen, wir kriegen, wenn wir zu Essential Looks gehen, immer Goodies. Da gibt es immer ein Goodie Bag und da sind dann neue Produkte drin, die wir dann testen dürfen. Und... alles so voll. Und zwar haben wir hier einmal da von BC Bonacure Hair Therapy Cell Perfector Repair Rescue mit Reversilan. Das ist ein Doppelkammer-Serum. Das kommt hier auch getrennt raus und wird dann in der Hand gemischt. Und das hat Hitzeschutz und das macht, dass das Haar wieder gesund hergestellt wird, ohne dass es so matschig weich wird. Und das macht man nach dem Waschen rein vom Föhn. Das hat einen Hitzeschutz. Das baut wieder auf. Und das macht, dass das Haar quasi, das soll machen, dass das Haar wieder so natürlich gestärkt ist, dass das Wasser auch sich nicht so reinsaugt in die Haare, sondern abperlt. Quasi wie dieser Lotus-Effekt. Dieses Schätzchen hier sind 2x 28 Milliliter drin. Also knapp 60 Milliliter. Die Mathe-Genies unter euch können ja mal rechnen. Was sagt er denn von sich aus? Da muss ich ihn mal aufpulen. Ich meine, ich habe es ja schon versucht zu erklären. Also falls euch das interessiert, das gibt es beim Friseur. Kriegt ihr, das ist Friseur-exklusiv. Das Repair Rescue Nutri Shield Serum ist ein Zwei-Phasen-Serum, das optimale Pflege mit Hitzeschutz bis zu 220 Grad verbindet. Die Formel mit der Cell Perfector Technologie und der neuen Reversilane Technologie verwandelt das Haar sichtbar und sorgt für Glanz und unglaubliche Leichtigkeit. Genau, schön vermischen, ins nasse oder trockene Haar einarbeiten, nicht ausspülen, wie gewünscht stylen. Und nicht in die Sonne stellen. Also wenn ihr euch was beim Friseur kauft, stellt das niemals in die Sonne. Das wird eigentlich nach 3-4 Jahren nicht mal schlecht, wenn ihr es gut behandelt. Aber wenn es in die Sonne steht und es warm wird, dann werden auch die Sachen schlecht. Das hat nämlich, also der Preis von unseren Friseur-exklusiven Produkten setze ich auch daher zusammen, dass sie A, wahnsinnig ergiebig sind, dass B, die Pflege wesentlich höher konzentriert ist, auch im Styling, dass es einfach besser hält. Und weil die Haltbarkeit des Produktes durch die hochwertigeren Inhaltsstoffe einfach viel länger ist als bei Drogerieprodukten. Das nur so am Rande. Hier ist der zweite Kandidat, der neu reingekommen ist bei Schwarzkopf Professional. Das ist Osis Big Blast. Und Big Blast hat eine Haltegrad von 3. Und das ist ein Gel, das aber als Festiger fungiert für die Ansätze. Das heißt, ihr macht euch das rein, also an die Ansätze, nicht so in die Längen. Das ist für die Längen ein bisschen zu boppig. Und dann föhnt ihr das und dann pusht sich das hier richtig schön hoch. Und meine Teilzeitkraft, die hatte schon gesagt, sie hat ungefähr so lange Haare, also schon länger. Und die hat sehr viele Haare und sehr dicke Haare und ganz tolle Haare. Und die sagte sogar, das bringt bei ihr was, dass sich das wirklich ein bisschen pusht. Und das probiere ich mal aus. Und ja, wenn euch meine
Haarsachen interessieren sollten, könnt ihr das ja mal kundtun. Und wenn nicht, dann ja, dann ignoriert das, wenn ich das mal in die Kamera halte. Aber da werde ich auch keine Reviews machen, weil wenn das keiner hören will, dann brauche ich da auch kein Video zu machen. Denn ihr seid ja da, ihr seid ja meine Community, wir sind ja füreinander quasi da. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen oder Fragen habt, dann immer her damit. Ihr könnt es auch per persönlicher Nachricht auf Instagram machen oder bei YouTube weiß ich das gar nicht, wo ich da Nachrichten kriegen soll. Aber ich bin ja noch am Anfang. Ja, das wäre jetzt kosmetischer Teil abgehandelt und Haare. Jetzt kommen wir zu meinem Rossmann, zu meiner Rossmann-Jagd. Da hatte ich ein Duschgel für meinen Freund ja gekauft. Dann habe ich mir ein Duschgel gekauft, Maracuja und Kokosduft. Das hat, meine ich, so 50 Cent gekostet. Und das... Oh. Also Kokos rieche ich nicht so doll raus, aber Maracuja. Und das Duschgel ist... weiß? Ja. Und das soll angeblich eine neue Rezeptur haben. Ich kenne das alte nicht und ich finde, das riecht super. Also von daher, da freue ich mich schon drauf, wenn das dann drankommt. Was ich aktuell schon benutze, ist das von Isana, die limitierte Edition. Na, Fokus, kommst du? Genau. Hello Spring. Dusche mit Pfirsichsaft. Und ich habe das ganz oft gesehen bei ganz verschiedenen Leuten und dachte immer, wow, das sieht so schön aus. Und, das riecht bestimmt toll und ich so geil. Oh, ich glaube, ich muss mir sogar ein Backup davon holen, weil das ist einfach so lecker und beim Duschen und es ist sehr gelig, es ist nicht so cremig. Lässt sich gut verteilen. Ich kann mir damit auch super die Achseln rasieren, falls einen interessiert. Und deshalb bin ich davon einfach total begeistert und muss ganz ehrlich sagen, I like. Dann gab es noch einen Doppelpack Kokos-Dusche hier von Palmolive. Ich kaufe mir immer gerne die Doppelpacks, die sind ja günstiger. Und da mag ich das. Der Kokos, ich finde, es riecht sehr cremig. Es könnte für mich noch ein Bums mehr Kokos haben, aber es ist okay. Ja, das ist so meine Standardpflege, wenn ich jetzt keinen Bock habe auf irgend sowas Intensives, dann geht sowas immer super. Bei DM. Ich wurde angefixt. Die Abenteuerlust. Auch wieder Pfirsich und Wasserlilie. Vielen Dank, Luzi, fürs Anfixen. Und... Oh, es ist so lecker. Für mich persönlich hat es eine relativ starke Pfirsichnote. Ich finde es gar nicht so aquatisch, aber ich finde es einfach geil. Und es ist auch Limited Edition und die Packung ist auch wieder so schön. Ich finde das so toll, dass die, dass sowohl Isana als auch DM ihre Shampooflaschen und die Deckel so schön abstimmen auf den Rest des Produkts. Da sind übrigens immer 300 Milliliter drin. Ja. Duschgel haben wir abgehandelt. Ja, ich habe in meinem Aufgebraucht-Video gesagt, es ist schwachsinnig, dass ich mir Rasierschaum kaufe. Aber es ist Kokos. Wenn das jetzt gut nach Kokos riecht und rosa sein sollte, das Rasiergel, dann drehe ich völlig durch. Und ich fand die Packung einfach so toll. Und ihr wisst, Limited Edition, ich komme meistens nicht dran vorbei. Design ist toll. Für empfindliche Haut, da habe ich auch gleich noch was. Und das passt auch so gut zu meinem neuen Blütenkranz. Ja, und das musste irgendwie einfach mit. Es ist schon praktischer fürs Beine rasieren. Also, wenn ich mich mal schneide, dann entweder in die Beine oder in die Kniekehle. Und das passiert mir mit Rasiergel nicht so häufig. Und deswegen durfte das mit. Balea Milder Reinigungsschaum. Mein blauer ist jetzt leer geworden nach meinem Aufgebraucht-Video. Ich habe sonst immer den blauen. Und der hier ist ja für trockene und sensible Haut. Und ich habe den gestern Abend benutzt und hat er gebrannt.
Ich hoffe, das war ein einmaliger Ausrutscher, weil wenn da für sensible Haut draufsteht, dann soll doch der für normale Haut, der für normale Haut brennt nicht. Warum brennt der dann? Geht in meinen Dötz nicht rein. Ich werde ihn weiter ausprobieren. Wenn er nochmal brennen sollte, kriegt ihn jemand anders und ich hole mir wieder den blauen, weil der brennt bei mir definitiv nicht. Jetzt haben wir tatsächlich die dekorative und pflegende Kosmetik abgehandelt. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was an Klamotten neu bei mir eingezogen ist, dann könnt ihr jetzt noch dranbleiben. Beziehungsweise fangen wir erstmal mit dem Sonstiges an. Sonstiges. Hat es einer erkannt? Bei Tchibo gibt es aktuell wieder Sportkram. Also es gibt schon seit 1 oder 2 Wochen Sportklamotten. Die fand ich jetzt nicht so hammer. Ich fand sie auch ein bisschen zu teuer dafür, dass sie mir ja wahrscheinlich eh nicht so lang passen werden, weil es gerade wieder ganz gut läuft bei mir mit meiner Abnahme. Das sind tatsächlich Gewichte, die ihr euch umschnallen könnt an den Händen entweder oder an den Füßen. Und eine sehr, sehr liebe Freundin von mir, die liebe Svenja, die ist mega sportlich und die hat die von Reebok. Und ich dachte mir so, bevor ich mir die teuren von Reebok kaufe und bevor ich sterbe mit den Dingern hier, bevor ich mir die teureren von Reebok kaufe, die natürlich viel praktischer sind und viel schöner und ja, eigentlich will ich die auch unbedingt haben, weil sie hat die auch und das sieht immer viel cooler aus als das Gedöns hier. Das sieht ja eher aus wie irgendwas, weil ich krank bin. Und ich glaube, die von Reebok sind auch viel spannender. Aber die hier haben jetzt nur 7,95 gekostet von Tchibo. Das sind 2 mal 500 Gramm und die kann man sich halt so dann mit dem Klettverschluss hier so andönsen. Und dann kann man, wenn man seine Übung macht, oder auch was auch immer man macht. Ich habe auch überlegt, ob ich die vielleicht meiner Arbeit trage, wenn ich abends nicht zum Sport gehe, dass ich tagsüber ab und zu dem mir mal umschnalle, um die, nicht um die Hände, das sieht ja merkwürdig aus, sondern um die Beine und dadurch ein bisschen mehr, also 500 Gramm mehr auf jeder Seite an Gewicht habe, damit die Beine mehr trainiert werden. Aber das werde ich einfach mal ausprobieren, weil ich habe sonst keine Gelenkprobleme. In der Anleitung stand nur, dass Leute mit Gelenkproblemen die nicht unbedingt tragen sollten, beziehungsweise es mit ihrem Arzt absprechen sollten. Und die Dinger sind schon, also 500 Gramm ist schon nicht zu unterschätzen, aber die sind flexibel hier. Also das sind jetzt keine Platten, die da drin sind, sondern das kann man auch eindrücken. Von daher, das ist, man merkt es so, nach 5 Minuten merkt man die gar nicht mehr. Aber ich teste das jetzt mal aus und wenn ich davon begeistert bin, hole ich mir auf jeden Fall die von Reebok auch noch, weil die einfach auch schöner sind und ja, und dann habe ich zwei Paar, dann kann ich ja eins zum Sport mitnehmen und eins für die Arbeit. Dann nehme ich die billigen für die Arbeit und die teuren für den Sport, weil wenn die billigen einen Fleck abkriegen, ist mir das egal. Probieren wir es mal aus. So, jetzt kommen wir noch einmal zu meinem neuen Stativ, was ich habe. Das hat 12,99 gekostet bei Mediamarkt und da steht ja auch gerade drauf und ich bin ganz glücklich, weil jetzt muss ich nicht mehr rumbasteln mit irgendwelchen Kartons. Das ist Rollei Monkey Pod. Und das hat 27 cm. Das sieht so aus. Und diese Beinchen, die da dran sind, die sind so gummiert. Und die kann man bewegen. Und das finde ich super klasse und ich bin ganz stolz. Und für den Preis musst du das einfach mit, weil das war so nervig, euch da immer irgendwie hinzudrapieren und dann klappte das nicht richtig und dann saß das nicht richtig und dann war die zu tief und dann hatte ich die ganze Zeit so ein Doppelkinn und das hat mich einfach total genervt. So viel dazu. Jetzt kommen wir endlich zur Klamotte. Ich hatte euch ja schon die Jacke gezeigt. Dann gab es hier so ein schönes Shirt für 4,95 € bei New Yorker. In Blau. Und da steht drauf, Break the Rules. Und hier steht, There is no one like you. Mit diesen Eulen und in diesem schönen bläulichen Farbton, das fand ich einfach toll. Und für 5 € war es dann meins. Außerdem
Im Angebot geschossen. Ach nee, doch nicht im Angebot. Ist ein Regulärpreis, aber für Regulärpreis finde ich das schon günstig. Für 9,95 Euro. Ihr seht schon. Eine Minions Leggings. Yay! Ich war so verdammt glücklich, als ich die gesehen habe. Das ist auch so dieser, dieser glatte Stoff, wie das gerade so trendy ist. Und ich finde es ganz geil. Und das mal zu kriegen, ohne dass man dafür im Ausland bestellen muss, Hammer. Hammer, danke New Yorker, vielen Dank dafür. So, zu meinem Frühlingstrend passend habe ich mir auch für 9,95 € dieses T-Shirt gekauft. Das ist hinten stoffmäßig und vorne halt auch so ein Yoga-Pants-Stoff, würde ich es jetzt mal nennen. Und da ist so ein Bus irgendwie drauf mit einem Surfbrett, Brett, und da steht You'd never see me again. Und irgendwie finde ich das geil. Vor allen Dingen finde ich geil, dass es hinten länger ist als vorne. Seht ihr das? Also hier, also überm Arsch ist es länger und deswegen hoffe ich, dass ich das zu Leggings kombinieren kann, ohne dass man meinen Arsch dann so doll sieht. Beziehungsweise wäre ja gar nicht so schlimm, theoretisch, wenn man dann nicht die Unterhose durch die Leggings sehen würde. Je nach Leggings und Unterhose ist das in der Kombination total hässlich. Also Mädels, wenn ihr schon Leggings tragt, ohne Rock, ohne Kleid, ohne Rock, ohne alles, dann bitte, bitte achtet darauf, und das sage ich nicht, weil ich neidisch bin, weil manche schlanker sind und es besser können als ich, aber achtet wenigstens darauf, dass man die Unterhose nicht durchsieht und dass sie sich auch nicht abdrückt. Dann gab es noch eine Sportleggings in Grau, sehr spannend, und an der Seite steht Work hard and stay humble, work hard. Die sind momentan in und ich will auch mal in sein und deswegen habe ich die gekauft. Und die war nicht so teuer. Stay humble? Also work hard weiß ich. Ich kann ja eigentlich ganz gut Englisch, aber stay humble? Humble? Ich kenne nur Bumblebee, das wäre eine Hummel, aber stay humble? Humble? Ich versuche es euch mal zu zeigen. Stay humble? H-U-M-B-L-E, Humble? Wenn einer von euch das weiß, sofort. Ab damit in die Kommentare. Und die hat gekostet auch 9,95. Also ich war auf dem 9,95 und 4,95 Trip und dachte mir, komm, was kostet die Welt? Her damit. Jetzt geht's weiter. Ich habe bei Wish bestellt. Bei Wish, wenn ihr jetzt bei Wish bestellt, das ist so China und US Import. Das heißt, es dauert so 4 bis 6 Wochen oder 8 Wochen, bis die Ware kommt. Aber ihr könnt auf Rechnung kaufen. Das heißt, ihr könnt auch erst die Ware kriegen und dann bezahlen. Und so mache ich das auch immer, weil ich sehe es nicht ein, dass es dann eventuell mal nicht kommt. Und dann bezahle ich. Also die sind auch sehr günstig. Zum Beispiel diese Nightmare Before Christmas. Nein, nicht Nightmare Before Christmas. Diese Corpse Bride Leggings. Die hat mich, glaube ich, so 8 Euro gekostet oder so. Und das finde ich einfach super. Für das Design kannst du nichts sagen. Dann gab es diese wunderschöne Leggings, die ich gerade trage. Mit diesem... Wow, das ist wieder was hier. Mit diesem Sternenhimmelmuster. Die hat auch so um die 8 Euro gekostet. Dann gab es so eine, es gibt so eine teure Firma, die diese Eulen-Leggings produziert. Und das würde ich niemals für eine Leggings ausgeben, weil ich weiß, wie Leggings bei mir leiden mit meinen Fingernägeln. Aber die hat jetzt, glaube ich, 10 oder 12 Euro gekostet und dafür finde ich die echt toll. Vor allen Dingen die große Eule, die sitzt dann auf meinem Oberschenkel und die finde ich echt mega. Dann... Die kann ich leider noch nicht
tragen, weil die noch zu klein sind, aber die kommen dann noch bald. Einmal diese mit Silvester und Tweety. Und dieses wunderschöne Stück hier mit den Disney-Prinzessinnen im Tattoo-Style. Genau, das ist eine Dreiviertel und die warten noch auf ihren großen Auftritt. So, ihr habt's geschafft. Wir sind durch. Das ist, ich lasse es noch mal eben Revue passieren. Aber nein, die Acrylbehälter hatte ich euch ja im letzten Video gezeigt, die neu bei mir eingezogen sind. Und ansonsten war ich relativ brav, ne? Ja, was heißt brav? Ich habe mir einfach schöne Sachen gegönnt und bin jetzt froh drüber. Und ich hoffe, ihr habt eine ganz schöne Woche noch. Oder einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr es guckt. Wenn die Sonne rauskommt, ihr wisst es, genießt sie, gönnt euch eine leckere Kugel Eis. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr Süßen. Danke fürs Schauen. Ciao.